the red-nosed reindeer. Es ist ein Zeichen der Hoffnung in dieser sehr grauen und trüben Zeit. Wir wollen dem etwas entgegensetzen. Fröhlichkeit, Musik, schöne Melodien, ein bisschen Quatsch auch, den wir mal machen. Meine Eltern haben mir später erzählt, dass ich immer die Treppe runterkam und mich neben den Lautsprecher setzte, wenn, was selten geschah, bei uns Jazzmusik gespielt wurde, also Swing. Das ist ein ganz neues Album, das ist überhaupt erst wenige Tage alt, das heißt It's Christmas Eve Tonight. Und der Titel ist tatsächlich von mir. Herzlich willkommen bei den Art Stories hier im Haus von André Hermlin, wo der Swing zu Hause ist. Herr Hermlin, wie kam der Swing eigentlich zu Ihnen in diesem Haus? In diesem Zimmer. Da war ich 3 Jahre ungefähr alt, 3 oder 3,5. Und mein Vater, der Schriftsteller Stefan Hermlin, mein Vater hörte ja nur klassische Musik, also Bach-Kantaten, Schubert-Lieder von Fischer-Dieskau gesungen und so. Aber er besaß einige wenige Jazz-Schallplatten. Django Reinhardt, den er noch selbst live gehört hatte in Paris während der Zeit der Emigration. Benny Goodman, Louis Armstrong. Und das ist dann irgendwie so passiert. Er hat die Platte aufgelegt und irgendetwas muss das in mir ausgelöst haben. Das ist sozusagen eine Infektion, die lebenslänglich andauert und bis jetzt Gott sei Dank nicht tödlich verlaufen ist. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it goes. Ich möchte ein ganz kleines Porträt von Ihnen hier zu der schönen Musik, die wir am Anfang schon gehört haben, machen. Darf ich dazu ein Polaroid-Foto von Ihnen machen? Sie können auch ein Polaroid. Gibt es denn das überhaupt noch, Polaroids? Ja, das gibt es noch. Das ist auch die gute alte Zeit sozusagen. Ich erinnere mich, in den 70er Jahren war das total en vogue. Polaroids. So. Ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über das Haus und diese historischen Dinge, die sich hier abgespielt haben. Ihr Vater, Sie haben schon gesagt, war der berühmte DDR-Schriftsteller Stefan Hermlin. Also mein Vater zog hier ein 1947. Das Haus ist wesentlich älter, es ist 1927 gebaut. Mein Vater war nach der Emigration in Palästina, Frankreich und in der Schweiz nach Deutschland zurückgekehrt im Juni 1945. Und dann 1947 kam er nach Berlin und die sowjetische Militäradministration setzte ihn hier rein. Es kamen natürlich sehr viele Menschen zu uns. Die Freunde meines Vaters, zu denen unter anderem Günter Kunert gehörte, Stefan Heim oder Christa Wolf oder Volker Braun. Es waren viele berühmte Menschen hier. Also ich weiß zum Beispiel Heinrich Böll, an den erinnere ich mich, der war hier. Aber auch Markus Wolf kam Ende der 80er Jahre, da war er schon nicht mehr Minister, also stellvertretender Minister. Und dann gab es einen Moment der Geschichte der DDR, der hier stattfand, und zwar die Ausbürgerung von Wolf Biermann 76 im November führte ja dazu, dass sich einige Schriftsteller entschlossen, eine Protestpetition zu verfassen. Der Text ist von meinem Vater. Den hat er in diesem Haus geschrieben und das Treffen der 12 Erstunterzeichner, zu denen Sarah Kirsch gehörte, Volker Braun, Günter Kunert, Stefan Heim und Christa Wolf und mein Vater, dieses Treffen war hier, dort hinten. Und ich war Augenzeuge an dem Tag. Ich war eigentlich in der Schule, kam aber früher nach Hause und bekam das alles mit. Jetzt ist dieses Haus gerade in diesem Lockdown auch ein großer Ort des Swing. Was machen Sie hier? Wie wichtig ist das für Sie? Überlebenswichtig. Wir haben am 15. März angefangen, von hier aus jeden Abend eine Sendung zu machen. Die Sendung heißt The Music Goes Round and Round. Die Sendung wird gemacht von der Band, der neuen Band, die ich jetzt habe. Die heißt The Swingin' Hermlins mit ganz, ganz tollen neuen Musikern. Meine Tochter Rachel singt, mein Sohn David spielt Schlagzeug. Die Idee zu der Sendung ist übrigens nicht von mir, sondern von meiner Frau Joyce, die mir im März dazu riet, das zu machen. Ich habe Gott sei Dank auf sie gehört. Hey Rachel, you know what, that funny Rudolph with the red nose? Yeah, and it even hurt
Inzwischen sind wir bei über 270 Sendungen angelangt und wir spielen jeden Abend. Wo kann man die Sendung sehen? Auf Facebook unter meinem Namen André Hermlin und auf Instagram unter dem Namen der Band, The Swingin' Hermlins. Und das gucken jeden Tag mehrere hundert, manchmal sogar über 1000 Menschen auf der ganzen Welt. Von Peru bis China, von den USA über Kenia, Israel bis nach Dänemark. Das scheint bei vielen Menschen auf sehr fruchtbaren Boden zu fallen, weil wir gerade so herzzerreißende Botschaften bekommen von Menschen, die uns schreiben, wir seien ihre letzte Hoffnung. Wir machen es aber nicht nur für die Zuschauer, sondern wir machen es auch für uns selbst. Weil es uns hilft, nicht verrückt, nicht trübsinnig, nicht böse zu werden, sondern uns ein bisschen die Fröhlichkeit erhält. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, oh, Rudolph, with your nose so bright, won't you get my sleigh tonight? Jetzt wäre eine große Tournee, wo Sie in der ganzen Republik und auch außerhalb unterwegs wären. Immerhin gibt es jetzt zwei neue CDs. Ja, unser vorletztes Album, das wir gemacht haben, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, 2 Wochen alt. Das heißt Swing is in the Air. Das ist ein sehr schöner, selten gespielter Titel, der auch der Titelsong ist. Und das sind tolle Melodien, einige durchaus bekannte. Aber es gibt zum Beispiel auch Lieder, die zum Beispiel mein Sohn geschrieben hat. Okay, It's Not Our Last Goodbye. Und da gibt es ein Weihnachtsalbum und Richtig. Da haben Sie auch einen Weihnachtssong drauf geschrieben. Das stimmt, das ist ein ganz neues Album, das ist überhaupt erst wenige Tage alt, das heißt It's Christmas Eve Tonight. Und der Titel ist tatsächlich von mir und ich habe also früher Sachen geschrieben, das ist nicht der Rede wert, aber das Lied ist wirklich ganz schön und deswegen haben wir es auch als Titelsong genommen. So ein bisschen so diese romantischen Weihnachtslieder, die man so sagt, Have Yourself a Merry Little Christmas oder sowas, in diese Richtung geht das. While the moon is shining, all the folks are dining. Da haben wir teilweise sehr verrückte, lustige Songs drauf, wie zum Beispiel A Christmas Night in Harlem, absolut schräg. Aber natürlich auch Klassiker wie zum Beispiel Jingle Bells oder White Christmas. Und die Aufnahmen macht mein Sohn David. Hier zu Hause haben wir aufgenommen, so wie damals, live. Nicht alles nacheinander mit viel Technik, sondern mit 3-4 Mikrofonen die Band live aufgenommen. Diesen wunderbaren Song It's Christmas Eve Tonight, den haben wir nämlich jetzt gerade schon angehört und hören jetzt noch mal ein bisschen weiter. Und dann erzählen Sie uns noch, wo man diese CDs kaufen kann. Und es gibt sogar für diese besondere Zeit, in der wir sind, auch noch etwas anderes von den Swingin' Hermlins. Look, the snowman hiding in the garden smiling, and the snowflake lands so tenderly. Ja, wo kriege ich denn nun die beiden CDs im Moment her? Die Läden haben ja zu. Wir haben ja Gott sei Dank in Berlin ja Ausnahmen. Und freundlicherweise hat Dussmann das Kulturkaufhaus sowohl unser wunderschönes Buch, das wir schon vor einigen Wochen herausgebracht haben, Hermlin Whale, mit tollen Fotografien von Uwe Haut und Texten von Ulrich Tukor und von Daniel Hope und so weiter, im Programm, aber eben auch die beiden CDs. Kann man bekommen, wenn Sie nicht in die Friedrichstraße wollen oder nicht dahin können, dann kann man sie auch bei uns bestellen. Man kann uns also schreiben über Messenger, über Facebook oder auch über Instagram und dann verschicken wir die. Und zwar ganz schnell, subito, sodass sie noch vor Weihnachten ankommen, wenn sie bis Weihnachten gebraucht werden. Wunderbar. Ich würde mal für meine Leipziger Schwiegermutter die Christmas-CD kaufen. Oh, ja. Die kostet von 20 Euro. Die habe ich einstecken. Ja, bar ist, am besten. Ja. Ne? Merci beaucoup, hier ist die CD. Dankeschön vielmals. Meine Empfehlungen, Ihre Schuhe. Ja, viel Vergnügen, ich hoffe, es gefällt dir. All the troubles forgotten tonight, covered by layers of white. All what remains is a melody.
sweet as the bells in the night. Danke, André Hermelin, für das Gespräch. Und ich, vielleicht können wir noch mal zeigen, es gibt auch Masken für diese Zeit von den Hermelins. Ich sage, wenn schon Maske, dann die hier. The Swingin' Hermelins, die Maske. Es gibt die in zwei Versionen. Einmal hier mit einer Karikatur von Alex Tavares. Das ist der Freund meiner Tochter. Und der hat uns gezeichnet. Und da kann man also diese Maske bekommen. Wer ganz seriös auftreten will, nimmt die schwarze Maske lediglich mit dem Schriftzug. The Swingin' Hermelins. Also wie gesagt, wenn Maske, dann die. While the snow is falling, Santa Claus is calling. Und ich möchte natürlich jetzt gerne noch das Polaroid signiert haben. Schauen Sie mal drauf, ob Sie sich wiedererkennen. Ein wunderschönes Bild. Zeig auch bitte. Ja, für ein Polaroid ist es ganz erträglich. So, dann wollen wir das auch noch signieren. Das letzte Mal, dass ich ein Polaroid in der Hand hatte, ist jetzt wahrscheinlich 30 Jahre her. Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute für die ganze Swinging-Familie, für die Band und natürlich frohe Weihnachten und auf ein gutes, gesundes neues Jahr. Hoffen wir, dass es besser wird als 2020 und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke. 'Cause it's Christmas Eve. It's Christmas Eve. 'Cause it's Christmas Eve too.